Was für ein niedliches Vater-Sohn-Duo. Sven Hannawald zeigt seinem Glenn die Welt und nimmt den kleinen Mann mit auf eine Reise in die Vergangenheit. In den frühen 2000ern gehört Sven Hannawald zu den besten Skispringern der Welt. Als erster Sportler überhaupt schafft es der heute 43-Jährige, alle Springen der Vierschanzentournee zu gewinnen. Unter anderem hier in Garmisch-Partenkirchen feiert er damals riesige Erfolge. Nun zeigt der heutige TV-Experte seinem einjährigen Sohn die Olympiaschanze. Hand in Hand laufen Papa und Sohn durch den Auslauf. Interessiert blickt der kleine Mann nach oben. Und bei der Gelegenheit können wir sehen, wie groß Glenn schon geworden ist. Anschließend grinsen die beiden noch für ein Erinnerungsfoto in die Kamera. Zu dem Post auf Instagram schreibt Sven: Ein aufregender Tag für unseren kleinen Schatz. Interview für Eurosport genutzt, um Glenn zu zeigen, wo sich Papa runtergestürzt hat. Und eines ist deutlich zu erkennen: Dieser kleine Ausflug hat den beiden Hannawald-Männern richtig Spaß gemacht.